Hallo, mein Kirchen, damit recht herzlich willkommen auf unserem Rosti-Kanal und mal wieder zu einem Rostis kuriose Video. Ja, freue ich euch schon drauf? Ich auf jeden Fall. Vorab natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die das hier alles nicht machbar und zu realisieren wäre. Vielen, vielen Dank, Freunde, für eure enorme Hilfe. Was würde ich nur ohne euch tun? Ich wäre sowas belost. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Jetzt machen wir erstmal hier. Nein, nicht das hier. Das hier wollte ich wegmachen. Das brauchen wir nämlich nicht. Es wird heute nicht geworben. Und wir blenden natürlich auch unseren lieben Mindy hier ein. Der muss er sein. Die Musik hören wie üblich die YouTube-Musik, die sich jeder runterladen kann. Und kostenlos, lizenzfrei und hast du nicht gesehen. So, um was geht's denn heute? Ihr habt es ja mit Sicherheit hier schon im Titel lesen können. Wer ist das? Heute kommt ein kleines Frage- und Antwortspiel. Ich zeige euch etwas und ihr müsst dann mal raten, wer das sein könnte. Es handelt sich dabei um ein Foto, das jetzt so circa 48, 49 Jahre alt ist. Matschig. Ich zeige es euch mal. Und zwar habe ich meine Mutter gebeten, sie soll mal was raussuchen. Und da hat sie mir dieses hier rausgesucht. Das hier, Leute. Könnt ihr noch erinnern, was das wohl sein könnte? Das ist ein altes Fotoalbum. Ich habe gesagt, sie soll mal was suchen. Und da hat sie mir das hingelegt. Meine liebe Mom, die ich hier schön grüße. I love you, Mom. Du bist die Beste für mich. I love you. Jetzt pass auf, Leute. Jetzt wird's lustig. Ich muss gerade mal schauen. Lass dich mal überraschen hier. Und ich freue mich so, dass das Format mit Vlog so gut ankommt. Vielen, vielen Dank, Freunde. I love you. Ich hoffe, man kann es erkennen, weil ihr wisst ja, die Fotos sind in schwarz-weiß und es ist uralt. Es ist fast 50 Jahre alt. Ich hoffe nur, man kann es erkennen. Achtung, jetzt kommt der Special Effekt. Jetzt blende ich hier unten links meine Laptop, die integrierte Laptop-Webcam ein, damit ihr mich auch noch seht. Passt auf, jetzt kommt ein Special Effekt. Und aufnehmen tue ich ja mit meiner Hongkong-Billig-Webcam, ne? wie ihr mich jetzt seht. Und jetzt passt auf. Gimmick! So sehe ich aus von meiner Laptop-Webcam. Und jetzt, ich zeige euch was. Wer ist das? Wer ist das? Ratet mal. Ich hoffe, man kann es... Ich muss jetzt mal mein Mikro ein bisschen anders hin machen, damit ihr mich auch hört. Wer ist das? Wer könnte das sein, Freunde? Na, wer ist es wohl? Wer ist das wohl? So ein kleiner Mobbelpoppel. Ich hab doch... Leute, wer ist das? Really? Wer ist das? Im Hintergrund seht ihr meinen Bruder, den ich hier auch schön grüße. Ich hoffe, er hat nichts dabei. Also ich bin der, wo auf dem Tisch sitzt. Jetzt habe ich es verraten, nicht Depp. Das soll doch raten, wer das ist. Leute,
Ich habe, glaube ich, 4 Kilo als Baby gewogen. 4 Kilo. Das ist mein Moppelpoppel. Es ist so crazy. Hey Leute, es ist so Memories. Es ist so crazy. Absolut, ja. Aber das Bild hier, und wie ist er? Natürlich voll am Essen, oder der alte Mann? Voll am Essen. Es ist so Memories, ich sag's euch, Leute. Es ist halt alles diese 50 Jahre alte Bilder. Was hat man damals noch für Kameras gehabt? Aber ich finde das Bild so göttlich, oder? Ich muss halt immer aufs Fotoalbum rumschauen. Am Futtern und Spachteln, der alte Mann. Leute, ist das nicht nice? Ich zeige euch Bilder aus meiner vor 50 Jahren. Also da war ich gerade geboren, ein paar Wochen alt oder ein Monat, zwei und voll am Futtern. Und ich war echt ein Moppel. Sonst sind da die meisten Bilder sind halt von meinem Bruder noch. Aber das musste ich euch unbedingt mal zeigen. Es ist so crazy, Leute. Jetzt kann ich mein Ding hier wieder dahin. Oh, sorry. Für Störgeräusche. So, jetzt passt er. Leute, ist das nicht crazy? Wie ich mal damals aussah. Und und damals hat schon alles angefangen mit dem Futtern. Voll lost, oder? Freunde, was sagt ihr dazu? Ich bin mal auf eure Reaktion gespannt, was ihr zu diesen Fotos sagt. Es waren jetzt auch nur zwei. Einmal mit meinem Bruder. Und ich immer voll am Grinsen. Da habt ihr ja schon gesehen, dass ich schon als Baby ein lustiger, verfressener kleiner Moppelpoppel war, oder? Das ist nice. Das bin ich. Das ist der Rosti Man. Ich glaube, ich werde so langsam sentimental, weil ich ja nächstes Jahr 50 werde. Benimm dich, alter Mann. Leute, das ist doch Hammer, oder? Ich habe noch viel mehr Bilder aus meiner chaotischen Zeit, aber die euch jetzt alle. Das Problem ist halt, ich muss jemand die Kamera heben, weil ich habe keinen Scanner oder so. Und jetzt wäre mir dann alles zu umständlich. Kommt denn? Really? Aber das war schon eine coole Einblendung, oder? Hier mit dem. Mit meinem Special Effekt. Ihr könnt mal sehen. Special Effekt. Solche Special Effects muss ich machen. Versteht ihr? Und alles. Uncut, bei mir gibt es ja alles nur Uncut. Ich bin, glaube ich, der einzigste Kanal, der alles Uncut veröffentlicht. Bei mir gibt es keinen Cut. Weil ich hab ja nicht wie die Großen hier ihre Cutter und Thumbnails-Macher und hast du nicht gesehen und Fragen beantworten und hast du nicht. Nö. Ich müsste es ja alles selber machen. Bloß dazu fehlt mir die Zeit. Und auch das technische Verständnis für die ganzen Programme. Darum versuche ich halt alles so hier einzublenden, ne? Durch Knöpfe drücken auf meinem Laptop. Ich habe ja auch kein Ding hier, wo ich nur so drücke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 und dann werden so Sachen eingeblendet. Ich muss immer suchen, da muss ich wieder hier an, ab oder hast du nicht gesehen, verstehst? Ich könnte einen Humor da einblenden. Muss ich aber immer hier draufklicken und da muss ich immer suchen, darum schaue ich immer so drauf auf mein OBS. Wo sind die Tasten? Oder das?
Wow! Bin halt Special Effect Master. Aber das wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Ich sah schon lustig, ich war schon. Und eben gleich am Futtern spachteln, was reingeht und halt nur am Grinsen. 24 Stunden nur am Smilen. Wenn ich essen kann, sowieso. Bekommt er was zum Essen, dann freut sich der Dicke. So sah ich mal aus, Leute. Und das noch in Schwarz-Weiß. Das, Freunde. Oh, nobel, nobel, nobel. Nostalgie. So ein altes Fotoalbum. Fragt mal eure Eltern, ob die überhaupt noch sowas besitzen, ein Fotoalbum. Oder ob die schon nur alles digital haben. Wer hat noch Fotos? Richtige Fotos. Von sich als Kind zu Hause. Das könnt ihr nicht von einer Festplatte löschen. Das hält ewig. Das könnt ihr aber mal wieder nachschlagen. Das sind so Erinnerungen, Leute. Das denkt man heutzutage an. Wie viele Menschen regen sich auf? Oh, scheiße. Habe ich aus Versehen gelöscht und jetzt sind die ganzen Bilder weg von damals. Und dann sind sie weg. Das müsstet ihr jetzt schon wegschmeißen. Ja? So alte, so richtige Fotos, wo man in der Hand halten kann. Fühlen, greifen, riechen. Viel wert. Sag ich euch gleich. Mehr wert wie der ganze Digitalschrott. Meine Meinung. Mein Statement. Ja, Freunde, das war's auch schon. Ich möchte jetzt auch nicht so zu lange machen, weil sonst haut mir das Getriebe raus. Nehmen wir jetzt schon 12 Minuten auf. Das war mal wieder ein Rostis kurioser Vlog. Und mir bleibt einfach nur zu sagen, nochmal vielen Dank an unsere Unterstützer. Ohne die das alles ja nicht machbar wäre, die ganzen Geschmackstests und alles etc. pp. Drumherum. Und hast du nicht gesehen, es ist einfach der Wahnsinn. Ich würde mich halt freuen, wenn vielleicht noch der eine oder andere dazukommen würde, um meine Arbeit. Wie gesagt, ich habe gestern für 8 Videos 11 Stunden gebraucht, bei YouTube hochzuladen. Ich weiß nicht, was YouTube wieder gehabt hat. 11 Stunden! Ja, schwer verrückt geworden. 11 Stunden! Das ist unnormal lang. Das ist ja schon allein Arbeit. Plus Stunden, wo ich aufnehme, plus Stunden, wo ich Thumbnails mache. Alles plane, alles bearbeite. Also die ganzen Informationen reinschreibe. Erstellen. Und so etc. pp. Spiele suchen. Etc. 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 Ich habe Twitter. Ich habe auch noch Facebook. Ich habe Discord, wo ich aktiv bin. Ich muss E-Mails beantworten. Ich suche Partner und so weiter. Also ich stecke ungelogen Minimum 12, 13, 14 Stunden tagtäglich in YouTube. Und vielleicht könnte der eine oder andere sich dazu aufraffen, das noch alles zu honorieren, weil A, es kostet viel Zeit. Ich hab wirklich Spaß dran, werde noch weitermachen gern. Und es kostet auch gerade mit Geschmackstest und so viel Geld. Ich habe es ja in meinem letzten Vlog erklärt, das Budget nie lang, wo mir zur Verfügung steht, trotz Unterstützern. Bedenkt mal das. Ich würde mich halt riesig freuen. Es ist kein Muss, aber ich würde mich freuen. Wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn wir da einschalten würden auf dem Rosti-Kanal. Das Format wird am Leben gehalten. Freilich. Bitte bewertet auch das Video, schreibt es in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, falls ihr noch kein Abo habt. Einfach auf die Matschsperre drücken. Please hit button to subscribe. Jetzt muss ich erstmal einen Record-Knopf wieder treffen, damit ich wieder abmachen kann. Aktiviere die Glocke und habe ich gesagt, ne, und
Habt Spaß am Leben, genießt das Leben, aber übertreibt es und bleibt bitte alle gesund und munter. Ganz wichtig, meine Freunde. Wir sagen tschö mit Ö und fingerdicker Rotz. Euer ist M-Teddy, Dominion, der Rest der Rasselbande, wie die Yoda, der Schlafende, Darth Vader, die Humor wurde hinten im Eck gestellt und natürlich der ältere Herr, der jetzt euch gezeigt hat, wie er früher aussah als Barbie. In diesem Sinne, vielen Dank, Freunde, wir sehen uns.